Endlich ist es wieder möglich, denn mit diesem brandneuen Glitch habt ihr nämlich die Möglichkeit, viele unterschiedliche Emotes zu bekommen. Und sogar OG-Emotes wie Bel-Air, Zahnseide, den Eldance und mehr. Dafür gebt ihr in der Lobby einmal diesen Mapcode hier ein und stellt von öffentlich auf privat. Nachdem ihr die Runde gestartet habt, öffnet euer Emote-Menü und ihr werdet direkt feststellen, dass ihr nun viele neue Emotes habt.